1937 ist Adolf Hitler seit 4 Jahren an der Macht. Jetzt schickt sich der Führer und Reichskanzler der Deutschen an, seine größten wahnsinnigen Pläne für Europa in die Tat umzusetzen. Hitler und das Regime sind dabei, nun den Sprung in eine Kriegspolitik zu unternehmen. Das Problem ist aber vor allem, dass die eigene Bevölkerung keinen Krieg will. Hitler hatte sehr genaue Intentionen, was passieren soll, aber nicht unbedingt, wie es passieren soll, sondern das kam dann immer aus der jeweiligen Situation heraus. Er war sehr gut darin, dass er eine Gelegenheit ergreift. Nur widerwillig lässt sich der Diktator von seinem Kriegskurs abbringen. Vor allem ein Mann hat sich das zum Ziel gesetzt. Chamberlain glaubte an den Frieden, so wie Hitler an den Krieg glaubte. Hitler hat es nicht als sein Schicksal betrachtet, wie er behauptete, denn er war manchmal unsicher. Er sagte, einen Krieg zu beginnen, ist wie in einen dunklen Raum zu gehen. Mit mörderischem Judenhass und fanatischem Nationalismus will der Diktator sein Volk dazu bringen, ihm auf seinem Weg in die Katastrophe zu folgen. Bedingungslos. Nürnberg. Seit der Machtübernahme der Nazis 1933 trägt die fränkische Kaiserstadt den Titel Stadt der Reichsparteitage. 7. September 1937. Noch sind es 724 Tage bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs. Der Diktator lässt sich von seinen Anhängern huldigen. Über 4 Jahre dauert nun schon seine Gewaltherrschaft. Und Adolf Hitler stellt das gewachsene Selbstbewusstsein des Regimes zur Schau. Der Parteitag im Jahr 1937 in Nürnberg ist der Parteitag der Arbeit. Das heißt, das Regime feiert sich selbst, feiert sich als dasjenige, das in der Lage war, die Massenarbeitslosigkeit zu bekämpfen, zu beseitigen. Hitler tritt in Nürnberg auf als derjenige, der eben ja nicht nur die Massenarbeitslosigkeit bekämpft, sondern auch den Kommunismus, den Bolschewismus und damit also der Bevölkerung suggeriert, nach außen hin darstellt, wir haben das erreicht, was wir am Beginn unseres Machtantritts propagiert haben. Das Zeppelinfeld am Rande der Stadt. Konzipiert von Hitlers Lieblingsarchitekt Albert Speer als gigantisches Aufmarschgelände. Nazi-Prominenz wie SS-Chef Heinrich Himmler und ausgesuchte Parteigenossen bilden die Staffage für den großen Auftritt des Führers. Der amerikanische Dokumentarfilmer Julian Bryan hat in diesen Wochen eine Sondergenehmigung und dreht einzigartige Innenansichten der deutschen Diktatur. Aus der Sicht des Regimes hatte man 1936 und dann vor allem 1937 das erste Mal außenpolitische Erfolge zu verzeichnen. Und zwar glaubte man, dass es möglich sein würde, so etwas wie einen antikommunistischen Block in Europa aufzubauen, mit dem Kern des deutsch-italienischen Bündnisses. Und der Parteitag von 1937 ist der Ausdruck dieses Gefühls des Triumphes. Ja, wir sind jetzt in der Lage, nach Jahren der Isolation wirklich massiv in Europa aufzutreten. Und so wird das Zeppelinfeld im September 37 zur Kulisse für eine Demonstration militärischer Stärke. Die neu geschaffene Luftwaffe macht den Anfang eines groß angelegten Manövers der Wehrmacht. Schritt für Schritt hat sich das Nazi-Regime über die Beschränkungen des Versailler Vertrages hinweggesetzt. Deutschland darf nach dem Ersten Weltkrieg keine Luftstreitkräfte haben. Sein Heer ist auf 100.000 Mann begrenzt. Die massive Aufrüstung und die Wiedereinführung der Wehrpflicht, so beteuert Hitler, seien nur Ausdruck des Friedenswillens der Deutschen. 37 ist das Jahr, in dem Hitler sich mit dem Image eines sozusagen Friedensmachers umgibt. Gleichzeitig, und das gehört eben auch zu diesem Jahr 1937, ist es das Jahr, in dem die Rüstungsmaschinerie läuft, das Jahr, in dem die NS-Kriegswirtschaft auf den Krieg sich vorbereitet, die Produktion umgestellt wird, Deutschland also kriegsfähig wird, sich darauf vorbereitet zu expandieren. Die politische Lage in Europa 2 Jahre vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Deutschlands Erzfeind Frankreich hat 1936 die Wiederbesetzung des entmilitarisierten Rheinlands tatenlos hingenommen. In Paris herrscht politisches Chaos.
Die Kommunistische Partei toleriert zwar die linke Volksfrontregierung von Sozialisten und Radikalen, doch Streiks und Uneinigkeit in Fragen der Wirtschaftspolitik schwächen die französische Macht in Europa. Das Problem war, dass Frankreich durch die Volksfront politisch und ideologisch tief gespalten war. Es gab eine sehr lautstarke Rechte und natürlich eine starke kommunistische Partei. Wichtiger war aber, dass die französische Regierung immer wieder aus Koalitionen bestand, weshalb es schwierig war, eine klare Linie gegenüber Deutschland zu finden. Einige standen immer hinter einer Politik der Beschwichtigung. Und so verständigte sich die Politik nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Das bedeutete, dass man in der Regel nichts machte. Auf der Weltausstellung in Paris dürfen auch Europas Diktaturen ihre gegeneinander gerichteten Ideologien präsentieren. Der von Albert Speer gestaltete deutsche Pavillon steht direkt gegenüber dem sowjetischen. Seit Lenins Revolution hat sich die Sowjetunion zu einem Machtfaktor entwickelt, den auch die demokratischen Kräfte in Europa nicht mehr ignorieren können. Die Sowjetunion ist in der Zeit international sehr isoliert und versucht eigentlich händeringend aus dieser Isolation herauszukommen. Seitdem 1933 das Verhältnis zu Deutschland insgesamt sehr abgekühlt ist und eben die Propaganda ja auch unglaublich ausschlachtet bzw. aufbaut. Die Vorstellung von einem Aggressor im Westen, der eben die Sowjetunion überfallen wird und eben alles eigentlich vernichten will, wofür die Sowjetunion und Sozialismus stehen. Wobei das eine sehr schizophrene Politik auch ist, weil einerseits dieses Feinddenken gerade bei Stalin sehr stark ausgeprägt ist. Und er braucht es innenpolitisch, um auch seine Terrorpolitik zu rechtfertigen oder auch wirtschaftliche Missstände damit zu erklären, dass eben das Ausland entsprechend die Sowjetunion boykottiert. Gleichzeitig versucht er händeringend tatsächlich Allianzen zu finden. Obwohl Stalin die Weltrevolution zugunsten der Industrialisierung seines Roten Imperiums zurückgestellt hat, verfügt er dank der kommunistischen Internationale über Einfluss im Westen. Nicht nur Hitler ist entschlossen, die Bedrohung einzudämmen. Vor allem in Großbritannien macht man sich große Sorgen über die kommunistische Gefahr aus dem Osten. In London hat 1937 Neville Chamberlain das Amt des Premierministers übernommen. Der konservative Politiker ist angetreten, die Macht des britischen Empire gegen das Erstarken revolutionärer Bewegungen in der ganzen Welt zu verteidigen. So gerät Berlin ins Blickfeld. Wenn man sich vorstellt, wie Chamberlain eine Liste macht mit potenziellen Partnern, würde man nicht erwarten, die Sowjetunion darauf zu finden. Man hielt dieses verachtenswerte Regime für den gefährlicheren Gegner. Italien hatte nicht so viel Macht, wie es beanspruchte. Frankreich schien geleitet von Angst und ohne stabile Regierung. Die USA hielten sich weitgehend aus der internationalen Politik heraus. Deutschland schien der einzige denkbare Partner zu sein, wenn man einen Weg fand, mit dem Regime zu arbeiten. Dazu brauchte man eine Einschätzung, was die wahre Natur des dortigen Regimes ist. Das Nazi-Phänomen wurde teilweise missverstanden. Einige sahen es als die aktuelle Form des preußischen Militarismus, das Preußentum in seiner brutalen Grausamkeit. Trotz dieser oft deutlichen preußischen Rhetorik war man sich in internen Besprechungen bewusst, dass diese Leute anders waren. In 1919 in Versailles hatten die westlichen Alliierten eine Art Schuld gegenüber Deutschland verspürt. Und man war sich einig, dass etwas unternommen werden musste, um dem Land seine alte Großmachtstellung in Europa wiederzugeben. Das war eigentlich die treibende Kraft. Im Sommer 1937 besuchen der Duke und die Duchess of Windsor Deutschland. Nach seiner Heirat mit Wallace Simpson lebt der ehemalige König von England im Exil. Edward VIII. Wurden schon vor der Abdankung Sympathien für die Nazis nachgesagt. Von der Unterstützung aus Berlin erhofft er sich insgeheim die Rückkehr auf den Thron.
Obwohl Hitler noch Hoffnungen auf ein Bündnis mit Großbritannien setzt, verlagert sich im Sommer 1937 sein Interesse nach Süden. Kriegsminister Werner von Blomberg zu Besuch bei einem Manöver italienischer Truppen. Seit Deutschland und Italien im Spanischen Bürgerkrieg gemeinsame Sache machen, sind die Beziehungen der faschistischen Bruderländer enger geworden. Hitler erhofft sich von dem Bündnis Rückendeckung für seine Expansionspläne. Deutschland war zu diesem Zeitpunkt ziemlich isoliert. Der einzige ernstzunehmende potenzielle Partner war Italien. Doch die Deutschen hielten Italien zu diesem Zeitpunkt für schwach. Berechtigterweise hatte man nicht viel Respekt vor der Leistungsfähigkeit des italienischen Militärs. Lange Zeit setzt Benito Mussolini auf gute Beziehungen zu Großbritannien und Frankreich. Doch der Duce versucht, seinen Traum vom Wiederaufleben des Imperium Romanum mit militärischen Abenteuern in Ostafrika zu realisieren. Seitdem gehen die Regierungen in London und Paris auf Distanz zu dem extrovertierten Italiener. 28. September 1937. Noch 703 Tage bis zum Kriegsausbruch. Mussolini zu Besuch in Deutschland. In Berlin mischt sich der amerikanische Dokumentarfilmer Julian Bryan und das Nazivolk. In spontaner Begeisterung, so eine Parteiorder, sollen die Deutschen den Duce begrüßen. Millionen säumen die Fahrstrecke des illustren Besuchers. Auf Weisung Hitlers wird alles vermieden, was auf einen deutschen Führungsanspruch hindeuten könnte. Der Duce sei sehr empfindlich. Auch das Nazi-Fernsehen berichtet in diesem Sinne. Der italienische Regierungschef Benito Mussolini, an seiner Seite der Führer, 29. September 1937, Vorbeimarsch der Truppen vor dem Duce und dem Führer. Beide sind ja sehr unterschiedlich, auch vom Temperament her, vom Auftreten her. Und beide haben sich auch bemüht, eine persönliche Freundschaft zu dem anderen anzuknüpfen. Man muss aber auch sehen, dass natürlich es einfach sehr große Interessenunterschiede zwischen beiden gab. Auch in den persönlichen Gesprächen gab es einfach auch sprachlich oft Kommunikationsschwierigkeiten. Mussolini war immer sehr bemüht, sein Deutsch an den Mann zu bringen. Und das war aber nicht ganz so gut, wie er glaubte. Und ich glaube, auch viele Missverständnisse in diesen Beziehungen sind auch auf solche trivialen Dinge zurückzuführen. Mussolini genießt sichtlich die Aufmerksamkeit, die ihm Hitler zuteil werden lässt. Er erklärt während des Besuchs, die deutsch-italienische Solidarität sei Ausdruck und Ergebnis naturgegebener Zusammengehörigkeit. Es war der erste Staatsbesuch im Dritten Reich. Das erste Mal, dass ein fremdes Staatsoberhaupt Deutschland unter dem Nationalsozialismus besuchte. Es war eine Serie von pompösen, groß angelegten Veranstaltungen. Das gehörte natürlich zu dieser ganzen Politik der Aufrüstung und dieses neuen, gesteigerten Selbstwertgefühls. Wir sind wieder wer. Wir haben den Versailler Vertrag gesprengt. Wir sind eine gleichberechtigte Macht. Wir haben die gleichen Waffensysteme, vielleicht noch bessere als unsere Gegner. Zum Programm gehört auch ein Besuch in Karinhall, dem Landsitz von Hermann Göring. Hitlers zweiter Mann im Staat gebietet über die deutsche Luftwaffe. Ehefrau Emmy gilt als First Lady des Dritten Reichs. Zugegen ist auch Heinrich Himmler, dem seit dem Vorjahr auch die gesamte deutsche Polizei untersteht. Der Duce scheint zufrieden. Der ganze Staatsbesuch diente dazu, die deutsch-italienischen Beziehungen auf ein neues Niveau zu heben. Und wenige Wochen später trat ja dann auch Italien dem Antikominternpakt bei, also dem Bündnis, das Deutschland im Vorjahr mit Japan geschlossen hatte. Tatsächlich erhebt Deutschland sehr wohl den Führungsanspruch im sogenannten antibolschewistischen Weltkampf und hat bereits 1936 das Kaiserreich Japan an seine Seite gebracht. Symbolischer Ausdruck der neuen Freundschaft ist der Besuch des schweren Kreuzers Ashigara im Frühjahr 1937. Natürlich hat man in Japan wahrgenommen, dass in Deutschland eine neue politische Figur auftaucht, die Figur Adolf Hitler. Eine Person, die sich so die Sichtweise Japans oder vieler japanischer Politiker in dieser Zeit, eine Person, die sich nichts gefallen lässt vom Westen, die Ansprüche stellt und auch versucht, alle Ziele durchzusetzen und zu erreichen. In dieser Hinsicht hat Deutschland auch eine gewisse Vorbildfunktion inne gehabt.
Die Besatzung der Ashigara wird in der Reichshauptstadt begeistert empfangen. Was den meisten Deutschen zu diesem Zeitpunkt nicht klar ist, Japan bereitet gerade einen Feldzug in Ostasien vor. Die Waffenbrüderschaft mit Deutschland wird durch eine Kranzniederlegung am Grab des unbekannten Soldaten bestärkt. Im Sommer 1937 greifen die Truppen des Tenno das vom Bürgerkrieg geschwächte China an. Eines der Hauptziele ist Shanghai, wo sich zahlreiche westliche Handelsmissionen befinden. Ein Kamerateam der amerikanischen Wochenschau dreht die Verteidigungsanstrengungen der chinesischen Armee, als plötzlich japanische Flugzeuge die Hafenstadt bombardieren. China wurde durch den japanischen Angriff im Jahr 1937 eigentlich regelrecht überrascht und überrannt. Auf der anderen Seite aber nicht in dem Maße, wie es Japan und Japans Militärs erwartet und erhofft hatten. Also auf Seiten der japanischen Militärs gab es die Vorstellung, dass man China, das noch ein bisschen rückständig war, auch militärisch rückständig war, so hatte man das gesehen aus japanischer Sicht, das würde man wohl innerhalb weniger Monate niederringen. Das hat sich ja überhaupt nicht bewahrheitet, sondern es kam ja wirklich zu einem Stellungskrieg, zu einer Versumpfung des Kriegsgeschehens auf dem chinesischen Kriegsschauplatz. Die spektakulären Aufnahmen werden im September 1937 in US-Kinos gezeigt. In Berlin ist nach der Abreise des Duce wieder Ruhe eingekehrt. Der amerikanische Dokumentarfilmer Julian Bryan dreht Ende September 1937 diese Straßenszenen. Der Kriegsschauplatz im Fernen Osten ist zwar Thema auf den Titelseiten der Zeitungen, doch wie nahe der Krieg auch in Europa ist, ahnen die meisten nicht. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung fühlt sich wohl im Dritten Reich. Der Führer genießt höchstes Ansehen, hat er doch die Arbeitslosigkeit beseitigt und Deutschlands Rang in der Welt wiederhergestellt. Doch zu welchem Preis? Das macht sich inzwischen überall im Alltag bemerkbar. Wir haben gedeckelte Preise, wir haben gestoppte Löhne, gestoppte Mieten und vieles andere mehr, wo also auch der Markt schon einfach nicht mehr normal funktioniert. Und das führt immer natürlich zu Verzerrungen. Und es ist tatsächlich so, dass es ganz viele Produkte auch gar nicht mehr zu kaufen gibt. Und es ist ganz viele Einschränkungen beim zivilen Konsum für die Normalbevölkerung zu diesem Zeitpunkt bereits gegeben hat. 1936 hat Hermann Göring Hitlers Sonderauftrag zur Durchführung des Vierjahresplans übernommen und verspricht, trotz hoher Staatsverschuldung und Devisenmangel, die Deutschen ausreichend mit den Gütern des täglichen Bedarfs zu versorgen. Doch es kommt zu Engpässen, vor allem bei Lebensmitteln. Viele Familien sind in die Städte gezogen, um dort in der boomenden Rüstungsindustrie ihr Auskommen zu finden. Und nicht nur in der Landwirtschaft fehlen Arbeitskräfte. Es gibt also einen akuten Facharbeitermangel in all den Branchen, die der Aufrüstung direkt oder mittelbar dienen, ja, also in der feinmechanischen und optischen Industrie, genauso wie im Bergbau oder in der Eisen- und Stahlindustrie oder im Fahrzeugbau, erst recht in der Chemie, überall dort werden händeringend Arbeitskräfte gesucht, die man aber nicht bekommt. Das alles sind bereits unmittelbare Folgen dieser Vorbereitung auf den Krieg. Und so gibt es eben in vielen Bereichen dann doch schon so eine Art Ersatzstoffwirtschaft, die eben nur damit zu erklären ist, dass man versucht, Devisen zu sparen. Der amerikanische Dokumentarfilmer Julian Bryan darf im September 1937 auch eine Ausstellung besuchen, die die vermeintlichen Erfolge des Regimes feiern soll. Deutschland, so die Propaganda, sei nicht mehr auf Rohstoffe aus dem Ausland angewiesen. Die Ausstellung Schaffendes Volk in Düsseldorf ist eine der zentralen Leistungsschauen des NS-Staates und dieser Vierjahresplanökonomie, wo man eben also konkrete Anwendungsbeispiele herzeigt, wo aus heimischen Rohstoffen mit chemisch-technischen Verfahren sogenannte Ersatzstoffe entwickelt worden sind. Ihre systematische Anwendung und sozusagen Verbreitung, das ist eben Teil der NS-Kriegsvorbereitungspolitik und dieser Vierjahresplanökonomie. Die deutsche Wirtschaft muss in 4 Jahren kriegsfähig sein, hat Hitler 1936 in einer Denkschrift erklärt. Doch nach einem neuen Waffengang sehnen sich die wenigsten Deutschen. Das in Düsseldorf ausgestellte Bombenflugzeug ist für die Besucher kein böses Omen.
Auf dem Ettersberg bei Weimar befinden sich die Überreste des Konzentrationslagers Buchenwald. Jedem das Seine ist das zynische Motto der Nationalsozialisten für das KZ. Hier lässt Heinrich Himmlers SS in diesem Sommer 1937 einen Komplex errichten, in dem sogenannte arbeitsscheue, asoziale und Berufsverbrecher, aber auch politische Gegner des Regimes, sowie Juden, Sinti und Roma interniert werden sollen. Man muss einfach sehen, dass unter Himmler 36-37 das KZ-System reformiert wurde. Das heißt, es gab dann am Schluss dann noch drei große Konzentrationslager. Die vielen kleinen wurden aufgelöst. Und diese drei Lager waren in Dachau, das war das erste, das Urkonzentrationslager sozusagen, dann Sachsenhausen bei Berlin und das dritte Buchenwald. Die Kapazität dieser Lager war weitaus größer als die Zahl der damals einsitzenden KZ-Häftlinge. Und es war ganz offensichtlich, dass diese große Zahl, 30.000 bis 50.000 rechnete man, eben für den Kriegsfall geplant waren. Im nahegelegenen Weimar dreht der amerikanische Dokumentarfilmer Julian Bryan diese Aufnahmen historischer Stätten. Hitlerjungen am mit Hakenkreuzfahnen dekorierten Wohnhaus von Friedrich Schiller. Für die meisten Deutschen ist diese Vereinnahmung ihrer großen Dichter und Denker durch die Nazis offenbar kein Problem. Es gibt für den Nationalsozialismus auch den Begriff der Wohlfühldiktatur. Das beschreibt, dass das NS-Regime durchaus ein Interesse daran hatte, für Menschen, die es als wertvoll, also als arisch, als erbgesund definierte, ein angenehmes Umfeld zu schaffen, um eine Zufriedenheit mit dem System zu erzeugen, das System zu stabilisieren. Die Wohlfühldiktatur galt natürlich nicht für alle Menschen, die vom System als sozusagen minderwertig definiert wurden. Das nur wenige Kilometer entfernte KZ darf das US-Kamerateam nicht filmen. Und so macht sich Julian Bryan abseits der feiernden Volksgemeinschaft auf die Suche nach der Wahrheit. Er findet Schilder, auf denen ganz offen der Antisemitismus der Nazis zur Schau gestellt wird. Und dreht eine Ausgabe der Hetzschrift Der Stürmer. Der Antisemitismus ist im Jahr 37 ein ganz prägendes Element der deutschen Gesellschaft. Es ist vor allen Dingen der kalte Weg der Bürokratie, der die deutschen Juden systematisch auspresst, erniedrigt. Und wie weit dieser Antisemitismus inzwischen im Jahr 37 ist, kann man in Berlin beispielsweise daran erkennen, dass im Jahr 37, diesem vermeintlichen Friedensjahr, die ersten Bänke aufgestellt werden, auf denen steht nur für Arier. Am Olivaer Platz in Berlin filmt der Amerikaner heimlich diese Szene. Juden dürfen nur auf eigens ausgewiesenen Bänken Platz nehmen. Seit 1935, die sogenannten Nürnberger Rassegesetze verkündet worden sind, werden jenen Deutschen die Bürgerrechte verwehrt, die, Zitat, von mindestens drei der Rasse nach volljüdischen Großeltern abstammen. Viele sehen den einzigen Ausweg in der Emigration. In einer Berliner Schule werden Kinder auf ihre Zukunft in Palästina vorbereitet. Durch verschiedenste Repressalien, sowohl staatlich als auch im privaten Umfeld, fühlten sich eben viele als jüdisch definierte Menschen ausgegrenzt und versuchten dann auch das Land zu verlassen und dazu natürlich zu Geld zu machen, was zu Geld zu machen war. Und diese Notsituation wurde oft ausgenutzt, sodass unter Preis verkauft werden musste, Wertgegenstände oder Unternehmen, Häuser, Hausrat. Hunderttausende verlassen ihre Heimat. Die meisten suchen Zuflucht in den Nachbarländern und hoffen darauf, eines Tages zurückzukehren. Doch die Hürden bei der Einreise in die Benelux-Staaten oder nach Frankreich sind hoch. Nicht überall sind die Verzweifelten willkommen. Der Bückeberg südlich von Hameln. Noch gut zu erkennen ist das 600 x 300 Meter große Aufmarschgelände, auf dem die Nazis seit der Machtübernahme das Erntedankfest feiern. Oktober 1937. Noch 697 Tage bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs. Über 1,2 Millionen Anhänger haben sich auf dem Bückeberg versammelt, um Hitler zu huldigen. Die Feierlichkeiten des Erntedankfestes sind jedes Mal ein großer Auflauf, in dem sich der Nationalsozialismus eben als auch eine bäuerliche Bewegung inszeniert, als eine Bewegung,
in der es eine enge Verbindung von Blut und Boden gibt und bei der jedes Mal natürlich auch Hitler als Erlöser seine Auftritte hat, die tatsächlich eine große Sogwirkung entfalten, weil damit er eben auch verbunden ist. Hier feiert sich der Nationalsozialismus eben nicht nur als bäuerliche Bewegung, sondern eben auch als eine Bewegung, die in der Lage ist, die Konsummöglichkeiten der Deutschen deutlich zu erweitern. Doch das gestaltet sich angesichts der massiven Rüstungsprogramme schwierig. Die Waffenproduktion verschlingt jedes Jahr viele Milliarden und führt zu Engpässen, vor allem bei Rohstoffen und Arbeitskräften. Öffentlich betont Hitler immer wieder, er wolle den Frieden. Doch tatsächlich tut er alles, um bald Krieg zu führen. Die Nationalsozialisten sind eine Bewegung, die aus dem Krieg kommt, aus dem Ersten Weltkrieg. Sie sind eine Bewegung, deren Mitglieder durch den Krieg und durch das Kriegerische und durch die Gewalt geprägt sind. Und es ist von Beginn an immer eine zentrale Option, ein zentraler Fluchtpunkt, im und durch den Krieg die vermeintlichen Probleme der Deutschen lösen zu wollen. Das heißt also, Krieg ist nicht in gewisser Weise eine unter mehreren Optionen, sondern immer eine, die in der NS-Gedankenwelt letztlich eine ist, die näher liegt als alle anderen. Die meisten Deutschen wollen nicht an einen neuen Krieg denken und werden doch systematisch darauf vorbereitet. Luftschutzübung bei Siemens in Nürnberg, dokumentiert von einem unbekannten Amateurfilmer. Ein künftiger Krieg werde aus der Luft geführt, prophezeit das Regime und gibt im Herbst 1937 sogenannte Volksgasmasken aus. Die Frontkämpfer des Ersten Weltkrieges kannten natürlich die Gasmaske. Und die Angst vor dem Gaskrieg rührt aus dem Ersten Weltkrieg her und dementsprechend auch die Sorge um die Zivilbevölkerung und entsprechende Zivilschutzmaßnahmen. Aber es macht eben einen erheblichen Unterschied, ob man abstrakt weiß, dass dort irgendein Krieg vorbereitet wird oder man gehalten ist, sich so ein Produkt wie diese Volksgasmaske zu kaufen. Die muss man anprobieren. Und das ist was sehr Beklemmendes, so etwas zu tragen und aufzusetzen und durch den Filter zu atmen. Und das ist doch etwas, was die Kriegsangst in der deutschen Bevölkerung noch einmal dramatisch verschärft. Und das alles zeigt doch sehr, sehr deutlich, wie konkret eigentlich diese Kriegsvorbereitung bereits geworden ist. Bei seinen Kriegsplänen setzt der Diktator vor allem auf einen Mann, dem er inzwischen auch freundschaftlich verbunden ist. Seit 1933 organisiert Kriegsminister Werner von Blomberg die Wiederaufrüstung der Wehrmacht. Wie ungezwungen Hitler und sein höchster Militär miteinander umgehen, zeigen diese Aufnahmen aus dem Jahr 1936. Das Verhältnis zwischen Hitler und Werner von Blomberg hatte sich ja dadurch überhaupt erst entwickeln können, dass sie sich 1933 zum ersten Mal gesehen haben. Dann entwickelte sich eigentlich nach und nach ein sehr enges Vertrauensverhältnis. Vertrauen ist auch ein Wort, das für Blomberg in seinen Aufzeichnungen, in Reden, auch über Hitler, eine wesentliche Rolle spielte. Denn er wollte die Wehrmacht als Säule im Staat neben der Partei aufbauen. So darf der Feldmarschall bei der großen Militärparade zu Ehren von Mussolini direkt neben dem Staatsgast stehen. Doch der 59 Jahre alte Veteran des Ersten Weltkriegs überschätzt seinen Einfluss auf Hitler. Unterschiedliche Auffassungen hatten Hitler und Blomberg, was Krieg betraf, sicherlich nur über das Wann und Wie und nicht über das Ob. Das war ja eigentlich auch der Grund, warum Blomberg sich relativ früh schon Hitler auch angeschlossen hatte, weil man sich in dieser Frage natürlich einig war. Es musste alles geändert werden, was nach dem Ersten Weltkrieg für das Militär passiert war. Und es mussten vor allem auch gewisse Grenzrevisionen stattfinden, darin war man sich einig. Hitler setzt vor allem auf den faschistischen Bundesgenossen. Doch Werner von Blomberg ist skeptisch, hält es für unklug, sich auf die Kampfkraft der Italiener zu verlassen. Dem Duce bleibt die ablehnende Haltung des Kriegsministers nicht verborgen. Und Blomberg kann Hitlers Illusionen über die Bündnisstärke Mussolinis nicht entkräften. November 1937. Noch 665 Tage bis zum Kriegsausbruch. Auf Ersuchen Blombergs beruft Hitler eine Konferenz in der Reichskanzlei ein. Eigentlich soll es um die Verteilung von Rohstoffen gehen. Doch Hitler nutzt das Treffen, um seine Kriegspläne darzulegen. Von jetzt an gibt es für ihn kein Zurück mehr.
Hitlers Problem war, ihm schien es, dass ihm die Zeit weglief. Er schätzte seine eigene Lebenserwartung nicht allzu hoch ein. Er musste also, wenn er die Situation Deutschlands grundsätzlich verändern wollte, in den nächsten, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahren handeln. Und das hat er versucht, den Militärs und dem Außenminister und so weiter klarzumachen. Und er hat einen Plan vorgestellt. Hitler will der Generalität und den obersten Spitzen des Staates klarmachen, dass er nun auf einen Kriegskurs geht. Das ist der Sinn dieser Konferenz, die unter dem Namen Hossbach, weil er das Protokoll verfasst hat, bekannt geworden ist. Adjutant Friedrich Hossbach macht sich während Hitlers 4-stündigen Monolog Notizen, die er später ausformuliert. Die sogenannte Hossbach-Niederschrift wird nach dem Krieg als wichtiges Beweisstück für die wahren Ziele des Diktators dienen. In dieser Ansprache sagt Hitler ganz deutlich, das Kernproblem des deutschen Volkes ist die sogenannte Raumnot. Wir müssen unbedingt in den nächsten Jahren unser Territorium erweitern. Und er weiß auch ganz genau, in welche Richtung das gehen soll. Österreich und die CSR soll annektiert werden vom Reich. Er sagt, das könnte idealerweise vielleicht zwischen 1943 und 1945 geschehen. Aber vielleicht gibt es ja auch eine Chance, genau das früher zu erreichen, nämlich im nächsten Jahr, 1938, unter günstigen allgemeinen Voraussetzungen. Blomberg, der Oberbefehlshaber des Heeres Werner von Fritsch und Außenminister Konstantin von Neurath werden neben Hermann Göring und Admiral Erich Rheder Zeugen, wie Hitler seine Vision des Krieges enthüllt, der die Welt in den Abgrund stürzen wird. Hitler erzählte ihnen von seinen Plänen, Österreich und die Tschechoslowakei in naher Zukunft zu liquidieren. Schon 1938. Das war ein ziemlicher Schock für die deutschen Generäle. Es ist der erste klare Hinweis auf die konkreten Pläne Hitlers, die konkreten Schritte auf dem Weg zur Eroberung Europas. Rasch wird den Anwesenden klar, Hitler kündigt in diesem Moment hinter den verschlossenen Türen der Reichskanzlei eine dramatische Wende in seiner Außenpolitik an und steuert unwiderruflich auf Expansionskurs. Dazu benötigt er eine zum Krieg entschlossene Militärführung und deren bedingungslose Gefolgschaft. Das Treffen vom 5. November 1937 war sehr wichtig in Bezug auf die internen Abläufe in Deutschland. Hitler hielt dieses Treffen angeblich ab, um die wachsenden Spannungen zwischen den verschiedenen Teilen der deutschen Armee zu beenden. Er wollte jedoch vor allem Druck gegenüber Blomberg und Fritsch aufbauen, die er für unzureichend energisch und zu wenig enthusiastisch hielt. Laut Protokoll äußern vor allem Blomberg und Fritsch Bedenken gegen Hitlers Pläne, die sich gegen Österreich und die Tschechoslowakei richten. Ein Zusammenschluss mit dem Deutschen Reich wird der Republik Österreich seit 1919 vom Versailler Vertrag verwehrt. Bundeskanzler Kurt von Schuschnigg widersetzt sich erfolgreich dem Druck aus dem Nachbarland, mit Hitler gemeinsame Sache zu machen. Viele Österreicher trauern dem Ende der KUK-Monarchie der Habsburger nach. Auf diese nationalkonservativen Kräfte setzt Schuschnigg seine Hoffnungen, die Unabhängigkeit des Landes zu verteidigen. Er war persönlich ein Monarchist, ja, aber er wusste, eine Restaurierung dieses Habsburg-Regimes war unmöglich zu dem damaligen Zeitpunkt. Es war kein Volkstribun, er hatte nichts irgendwie Mitreißendes an sich, er hatte eigentlich wenig Charisma. Und für mich ist das irgendwie so ein bisschen so ein Oberlehrer, also sehr, sehr korrekt, steif, auch autoritär. Worum es ihm ging, war Zeit zu gewinnen und zu hoffen, dass sich die internationale Lage verbessert. Schuschnigg muss erkennen, dass er nicht mehr auf die Unterstützung Italiens bauen kann. Mussolini hat sich auf die Seite der deutschen Nazis geschlagen. Beim Besuch von Außenminister Konstantin von Neurath in Wien zeigen österreichische Nationalsozialisten ungeniert den Hitlergruß. Die sehr stark auf Schuschnigg vertrauten waren die österreichischen Juden, und das waren über 200.000. Die waren eigentlich wirklich nicht so konservativ und autoritär, aber ihre letzte Hoffnung war eigentlich Schuschnigg. Wenn jemand rational dachte, musste ihm klar sein, dass es über kurz oder lang passieren würde. Also es gibt da Geschichten, Polizisten sagen, sie gehen sich nicht sehr stark gegen illegale Nazis vor, weil
wer weiß, wer was. Übermorgen kommt der Hitler, ja, und dann stehen wir da, ja, wenn man zu stark hinhaut auf die Nazi-Buben. Man hoffte halt doch, dass das alles gut gehen würde. Immer wieder provozieren die Anhänger der verbotenen Nazi-Partei die Ordnungskräfte Schuschniks und sorgen so für wachsendes Chaos in Österreich. Ihr Kalkül? Hitler bekommt einen Vorwand, mit militärischen Mitteln einzugreifen und das Land zu annektieren. Hitlers zweites großes Ziel ist die Zerschlagung der Tschechoslowakei. Dort lebt eine starke deutsche Minderheit. Das Sudetenland ist 1919 in Versailles, dem Gebiet des neuen Staates, zugeteilt worden und wird aus Prag regiert. Konflikte häufen sich. Es geht vor allen Dingen natürlich immer um die Frage Sprache, Kultur, wobei der tschechoslowakische Staat ja schon ein vielvölkischer Staat ist, der relativ entgegenkommend sich äußert an der Stelle. Ich denke, im Sudetenland ist es eindeutig, weil da die Angehörigen der deutschen Mehrheit eben eindeutig zahlenmäßig die Tschechen überwiegen und insofern sich in der Region dominieren, in der gesamten Tschechoslowakei auch eine entsprechende Stimme verschaffen können. Und ich würde sagen, dass also jede Propaganda des Nationalsozialismus natürlich dazu da ist, die Konflikte und Konfliktlinien zu der tschechischen Bevölkerung weiter zu verstärken. Die Sudetendeutsche Partei von Konrad Henlein wird zunehmend von den Nazis instrumentalisiert, um ein militärisches Eingreifen zu rechtfertigen. Das wissen auch Werner von Blomberg und Werner von Fritsch, als ihnen Hitler seine Kriegspläne offenbart. Die beiden Militärführer sind entsetzt. Grundsätzlich haben sie nichts gegen die Absichten des Diktators einzuwenden. Doch sie äußern starke Bedenken gegen einen Krieg, schon im Sommer 1938. Das Problem für Hitler war, dass Blomberg und Fritsch nicht glaubten, Deutschland sei bereit für einen Krieg. Sie hielten Hitler für einen Spieler, der Deutschlands Großmachtstellung unnötig in Gefahr bringt. Vom Treffen am 5. November wissen wir, dass Blomberg und Fritsch zu Hitler gingen und sagten, wir sind nicht zufrieden. Das wird nicht funktionieren. Der Diktator entgegnet, seine Entscheidung für einen Krieg im nächsten Jahr sei nicht endgültig. Vor allem die Haltung Englands bereitet den Militärs Sorgen. Noch im Jahr zuvor hatte es so ausgesehen, als sei sogar ein freundschaftliches Verhältnis zu London denkbar. Symbol dieser Politik war der Besuch des ehemaligen Premierministers David Lloyd George auf dem Berghof. Die einstigen Kriegsgegner wollen die Vergangenheit ruhen lassen und gemeinsam die Bedrohung durch den Kommunismus bekämpfen. Hitler hatte ja zunächst auf das Bündnis mit Großbritannien gesetzt und hatte seinen Sonderbotschafter Ribbentrop ja als Botschafter nach London geschickt, um dieses Bündnis zu erreichen. Im Laufe des Jahres 37 musste er sich aber von dieser Vorstellung verabschieden. Die Interessen waren zu unterschiedlich. Vieles wurde auch einfacher für ihn, wenn er nicht mehr Rücksicht auf Großbritannien nehmen musste. Er konnte dann auf den italienischen Verbündeten setzen und musste nicht mehr ständig auf Großbritannien schauen. Der Diktator weiß, dass einflussreiche Politiker und Aristokraten in England nach wie vor Sympathien für Deutschland hegen. 17. November 1937, noch 653 Tage bis Kriegsausbruch. Lord Edward Wood Halifax trifft in Deutschland ein. Der Sonderbotschafter von Premierminister Chamberlain will herausfinden, was die Deutschen vorhaben. Halifax besucht zunächst Hitlers zweiten Mann, Hermann Göring. Halifax, den Chamberlain schließlich zu seinem Außenminister machen wird, beschäftigte sich viel mit den internen Angelegenheiten der anglikanischen Kirche und verbrachte viel Zeit mit Beten. Er war sicherlich ein vernünftiger Mann, doch er verstand nicht, dass Menschen wie Hitler keine Abscheu gegen den Krieg hegten. Sie hatten eine völlig verschiedene Weltsicht, wenn man so will. Musik 19. November 1937. Halifax hat einen Termin auf dem Obersalzberg. Hitler wartet an der Treppe zum Berghof. Was dann geschieht, wirft ein Schlaglicht auf die Herablassung, mit der die britische Oberschicht den Nazis begegnet. Halifax erinnert sich später, wie sein Blick beim Aussteigen aus dem Auto auf ein paar Schuhe und einfache Hosen fiel.
Er beschreibt das sehr abschätzig. Man bekommt das Gefühl, er möchte uns sagen, dass sie schlecht geschnitten waren und er den Träger für einen Diener hielt, der ihn auf der Treppe empfängt. Er reichte also seinen Mantel aus dem Auto, als eine heisere Stimme sagte, das ist der Führer. Daraufhin hob er die Augen und vor ihm stand Adolf Hitler. Halifax schlägt vor, man könne durch eine engere Zusammenarbeit der Großmächte den Frieden in Europa dauerhaft sichern. Hitler reagiert aggressiv und behauptet, die Deutschen würden immer noch von den Westmächten diskriminiert. Dieses Gespräch zeichnet sich ja aus, auch durch eine gewisse Schärfe. Aber es gibt einen Moment, der für Hitler sehr wichtig war, als nämlich Halifax ihm eher nebenbei signalisierte, man werde in Großbritannien wohl nichts dagegen haben, wenn es Veränderungen in den Grenzziehungen in Europa geben würde, Österreich, CSR, Danzig, solange dies auf evolutionärem Wege geschehe, also nicht durch einen Krieg, sondern auf dem Wege von Verhandlungen. Freie Bahn für Hitler. Halifax schreibt in London, er halte Nationalismus und Rassismus für Kräfte, die weder wider natürlich noch unmoralisch seien. Und diese Leute hassen die Kommunisten aufrichtig. An ihrer Stelle würde man das Gleiche empfinden. Einige seiner Kabinettskollegen sind derselben Meinung. Gemeinsam war ihnen das beherrschende Gefühl eines heftigen Hasses gegen den Kommunismus. Das bestimmte die politische Vision von Halifax. Gleichzeitig war seine soziale Schicht schon immer von einem Rassismus geprägt, der sie von innen heraus bedrohte. Der britische Adel war von einer Sehnsucht nach dem Faschismus durchzogen. Hitlers Mann in London, Joachim von Ribbentrop, liefert Hitler die gewünschten Einschätzungen. Die Briten seien außerstande, sich seinen Expansionsplänen entgegenzustellen. Hitler sieht offenbar in ihm den Mann, den er braucht, um das auch ihm verhasste Außenamt in der Wilhelmstraße zu umgehen. Das heißt, er macht ihn schon 1933 zu seinem Außenbeauftragten, der eigentlich ja am Außenamt vorbei und eben nur im Auftrag Hitlers dann in London residiert, wo sich die britischen Diplomaten hin bis zur Krone fragen, was dieser seltsame Mann will, der eigentlich die ganze Zeit immer nur erzählt, wie toll Hitler ist. Ribbentrop war der ungeschickteste, unprofessionellste, aufgeblasenste Mann, den man sich vorstellen konnte. Genau deshalb wurde er auch Ribbensnob genannt. Er war ein umherreisender Champagnerverkäufer gewesen, der die Nazi-Führung überzeugt hatte, dass er die Oberschichten im Ausland kannte. Er sollte das Eintrittsticket zur europäischen High Society sein, doch er gehörte gar nicht dazu. Ribbentrop glaubt, man müsse zum Schein noch eine Weile mit Großbritannien verhandeln. Insgeheim aber ein Bündnis gegen die Sowjetunion und die Briten schmieden. Mit Italien und Japan als Partner in einer Achse. Die Japaner führen bereits Krieg in China. 29. November 1937. Noch 641 Tage bis zum Kriegsausbruch in Europa. Japanische Truppen erobern Shanghai. Nach 3 Monaten verlustreicher Kämpfe, die auch die Angreifer zermürben. Diese Frustration, die wird dann bei der Eroberung Nankings sichtbar. Die japanischen Offiziere, die japanische Generalität lässt die Soldaten auch gewähren, lässt die japanischen Soldaten plündern, vergewaltigen, rauben, massakrieren. Und es kommt ja zu einem richtigen Blutrausch. Man wusste im Westen eindeutig über das Massaker von Nanking Bescheid. Aber interessanterweise hat der Westen tatenlos zugesehen. Am 13. Dezember 1937 beginnt in Nanking das Morden, dem etwa 200.000 Menschen zum Opfer fallen werden. Der Krieg im fernen Osten zeigt alle Schrecken, die auch Europa erleiden wird. Bis zu Hitlers Überfall auf Polen sind es noch 627 Tage.